Das sieht nach einem unglaublich aufwendigen Film aus. Jedes Requisit, das ich musste organisieren, platzieren, inszenieren, die ganzen Gebäude, die Landschaften. Ich kann schon ein bisschen erzählen von dieser Produktion, was da alles nötig war an Manpower, an Stunden, an Budget? Ja, meine, wir sind insgesamt etwa 80 bis über 80 Leute gesehen. Natürlich ist das Bauteam alleine, aber das war noch separat gewesen. Das sind über 20 Leute gewesen, die gebaut haben. Die sind ja die diverse Häuser sind gebaut. Also sind Kulissen im Grunde genommen, die aussehen wie echt. Und sind innen und außen teilweise, wie der Laden zum Beispiel, das Haus haben wir gebaut und haben innen den Laden eingebaut. Und natürlich gehört dazu, sowohl von der Ausstattung, wie man den Raum gestaltet, plus dann tut ausstatten mit Requisiten und so weiter, ist eine riesige Arbeit von Recherche zuerst einmal. Okay, so stelle ich mir das vor, ja, so genau. Und dann müssen die Leute das suchen. Und ich bin dankbar, dass ich das nicht mehr mache. Ich hätte die Geduld nicht dazu und auch die Passion nicht dazu, die alle Sachen aufsuchen. Wir haben aber Leute, die das machen und die das mit Leidenschaft machen und gut machen. Und das ist eigentlich in allen Departments der Fall, sowohl mit Kostüm, wie soll das aussehen. Man hat gewisse Vorlagen natürlich von dem Buch und dann haben wir gesagt, okay, das in die Richtung sollte es gehen, aber man muss ja etwas Eigenes machen. Man macht nicht das Buch, sondern macht einen Film, der inspiriert ist von dem Buch. Also das heisst, was will man eigentlich für einen Film machen? Was soll der für ein Gefühl haben? Und das tue ich besprechen mit den Leuten. Ich habe ja das Buch dann auch neu geschrieben. Auf das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, ich will die leichte Überhöhung, die da ist, ohne dass man sie eigentlich spürt. Das ist alles, kommt realistisch her, ist es aber nicht. Das ist alles kreiert, das ist alles im Grunde noch synthetisch und es sieht trotzdem echt aus. Und das betrifft auch den Dialog, die ganzen Charaktere, das sind ja, haben einen Haufen Charaktere dazu erfunden, um die Geschichte anzureichern mit Elementen, wo ich das Gefühl habe, die gehören dazu, um die Geschichte zu erzählen. Wie bist du eigentlich zu dieser Geschichte gekommen, die zu filmen? Was war ursprünglich mal die Idee gewesen? Wie hat das alles angefangen? Ja, das ist nicht auf meinem Mist gemacht. Das ist ja so vor 12, 15 Jahren hat das bereits angefangen, wo der Titi Bruck das entdeckt hat im Grunde genommen und versucht hat, die Rechte überzukommen. Und dann lange Zeit hat es Probleme gegeben, warum es nicht gegangen ist und so weiter. Ich weiss da eigentlich gar nicht so viel drüber. Ich bin erst vor etwa drei, vier Jahren dazugekommen, wo das erste Drehbuch gestanden ist. Und wo die ersten Eingaben gemacht worden sind am Bund, wo ich dann dabei war. Und dann ist es aber zwei Jahre später ist dann abgesagt worden, weil die Finanzierung nicht geklappt hat. Bis dann der Kanton Graubünden sich gemeldet hat, dass dem Film müsse zustande kommen. Und denkt, sie machen da mit. Und die haben dann substanziell mitgemacht. Und darum ist der Film überhaupt zustande gekommen. Ich danke ihnen natürlich ganz herzlich, dass die den Mut gehabt haben, führen zu kommen. Im Moment, wo sie ihn auf der Leinwand gesehen. Also, hat es dann geklappt. Und so ist es einfach, es gibt ja alle die Hindernisse und die muss man halt überwinden. Und sagen, okay, es gibt ja Dörfer, aber es gibt nicht so, wie man es will im eigenen Film. Und die haben jetzt in dem Surin, wo wir gedreht haben, dort lebt nur eine Familie im Winter. Das heisst, wir haben das Dorf gehabt, wie ein Studio. Und das ist zwar, weil wir ein paar Häuser angestellt haben und Fassaden aufgezogen haben und so, ist das natürlich, hat das viel Geld gekostet, aber man hat dafür Haufen Zeit gespart. Man hat nicht müssen zügeln, man konnte 360 Grad drehen ohne Problem. Man hat das schon ein Studio gewesen. Und das hat man einfach Haufen Zeit gespart mit Umziehen von einem Ort zum anderen, zügeln mit dem ganzen Equipment und mit der ganzen Equipe. Und das hat man das können sparen. Das ist auf der Schattenseite vom Tal. Das ist ein sehr schlechter Winter gewesen. Auf der Sonnenseite war es aber, während wir auf der Schattenseite Schnee hatten, wo wir teilweise angefugt haben, weil es einfach zu wenig geht. Und mit dem Umgehen, wo wir eine Motivsuche gemacht haben, vor Jahr voran, haben wir Schnee gehabt bis da rauf. Und wo wir gedreht haben, hat es eigentlich so viel Schnee gehabt. Und jetzt, wie macht man es, dass es aussieht, dass es viel Schnee hat? Eben, man fugt ein bisschen an und vertraut darauf, dass man auf die Leute schaut und nicht auf den Schnee. Vielleicht noch ein Wort zu den Kinderdarstellern. Also der Ursli und das Mädchen sind natürlich, tragen den Film, das sind wirklich die zentralen Figuren.
Hat man die einfach gefunden oder aufgrund von was hat man sich da entschieden? Ja, es ist, die hat ja ein paar Castings gegeben für Familienfilme und Kinderfilme in letzter Zeit. Oder? Und da wird auch in Bündnerland, Heidi haben sie gecastet vor unserem Film, die Philly, die haben das ganze, Corinna Klaus, die Kindercasting gemacht hat, hat das ganze Bündnerland abgeraset und das ganze Unterland abgeraset, um Talent zu finden. Und sie hat dort eine gewisse Routine. Natürlich hat man gewisse Hinweise gehabt. Dort könnte es jemanden haben, der könnte allenfalls gehen. Und da hat man ein paar hundert Kinder angeschaut, die Lust hatten. Die haben immer Lust, das zu machen. Und dann, als ich dann den Jonas gesehen habe, war mir sehr schnell klar gewesen, das ist der Ursin. Und auch beim Laurin habe ich sofort gesagt, das ist der, oder? Das merkt man eigentlich sehr schnell. Nur wo man dann immer noch sicher sein, darum schaut man dann noch Haufen andere an. Bei dem Mädchen bin ich weniger sicher gewesen, weil es hat ein paar gehabt, die in Frage gekommen wären. Aber Julia war dann eine gute Wahl am Schluss. Und es ist eine Vertrauenssache. Eben, wie tut man dem Kind vertrauen? Und man darf einfach nicht den Fehler machen, dem Kind im Grunde genommen die Last auf die Schulter zu legen, sondern man muss die Last wegnehmen. Es muss spielerisch bleiben. Es muss alles nicht so ernst sein. Es ist alles nicht so wichtig. Und. Also man muss im Grunde genommen das Negative fördern. Ich sage, das ist schade, es kommt nicht drauf an. Wenn du einen Fehler machst, okay, kein Problem, komm, mach es nochmal. Eben, die Lust am Spielen muss man im Leben erhalten. Und da ist Anina Sedlacek, die ich engagiert habe als Coach, wo die hat Ausbildung beim Dimitri gehabt und so weiter. Und die hat mit denen Körpertraining gemacht, Meditation und so weiter. Einfach um, nicht um Text lernen, sondern um Spiellust können zu empfinden. Um die Angst zu nehmen vor der Kamera, wenn die dort stehen und all die Leute, die oben stehen und so weiter, dass man dann liefern muss. Das ist ein Angstzustand für Schauspieler, heute noch für erfahrene Schauspieler, wenn es dann losgeht. Und jetzt liefern. Und jetzt im Kind muss man alle die Angst nehmen, damit es einfach loslässt und sagt, okay, wenn ich einen Fehler mache, ist man nicht böse und so, oder? Und so bringt man es dann an. Das ist einfach eine Vorbereitung, das ist eine Zuneigung, das ist Vertrauen geben in erster Linie, bis man dann Vertrauen überkommt und Resultat. Jetzt ist der Film bald im Kino. Was denkst du oder was wünschst du dir, was die Leute mitnehmen aus dem Film? Oder was sollen sie erleben in deiner Meinung? Ja, es ist, glaube ich, die Geschichte erleben, erfahren, erleben. Das ist eigentlich und geniessen. Das ist eigentlich das, wo die Absicht ist. Es ist ja Unterhaltung in erster Linie. Es ist nicht Bildung. Obwohl es sehr viele Elemente drin hat, wo man kann sagen, das sind Bildungselemente oder Erziehungselemente. Aber die stehen ja nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht Spiel, Freude, Spiel, Lust, Erfahrung. Das ist ja alles Musik. Für mich sind Bildermusik und Sprache ist Musik, Leute sind Musik, die sich bewegen. Es ist alles im Grunde genommen ein musikalisches Potpourri von A bis Z.